Schön, bist du da. Das Mikrofon ist hinter dir. Schön, dass du auf dem wahnsinnig... Oh, einen grossen Applaus für unsere Barman, der Carlos, der seit vielen Jahren im Hotel Schweizerhof eine feste Grösse. Grossen Applaus. Danke vielmals. Danke vielmals für das Wasser, Carlos, ohne Kohlensäure. Aber ich muss ja mal schnell anfangen mit etwas. Das ist nicht der letzte Drink, oder? Den wir bestellen. Aha, ehrlich? Nein, der erste Drink, den ich da getroffen habe und zu meinem Haustrink geworden ist, wo an meinem 30. Geburtstag, war ein Hendrix Gin mit Gurken und Pfeffer. Ist das gut? Ja, unbedingt. Mach doch gerade zwei draus, weil dann weiss ich auch, wie sich das anfühlt. Es wird ein lustiger Abend werden, Mann. Also wenn ich jetzt euch wäre, ich darf du sagen, oder? Oder sie, wenn ich jetzt sie wäre, würde ich auch ein bisschen mittrinken. Das ist ein guter Vorschlag. Marc, die Open Air- und Festivalsaison ist eigentlich noch nicht wirklich vorbei für dich. Du bist diesen Sommer sehr, sehr vielseitig unterwegs gewesen, hast grosse Open Airs gefühlt, Massen bewegt, Massen begeistert. Wie ist das für dich, von der Clubtournee wegzugehen, wieder raus in die Menschenmenge, schönes Wetter, hoffentlich nicht mal viel geregnet hat es diesen Sommer nicht. Wir sind sehr verwöhnt worden. Wie ist das gewesen für dich? Da haben wir einen wunderbaren Eindruck von einem Konzert auf dem Bundesplatz in Bern, aus der Perspektive, also fast von Marc Suey, einfach hinten dran. Wie ist das, wenn die Leute dort stehen, deine Songs mitsingen, sich riesig freuen, dich zu sehen und du kannst bei Sonnenuntergang die Leute verzaubern? Ich sehe jetzt gerade die Perspektive von meinem Schlagzeuger, der denkt, der könnte eigentlich das Hemd auch mal von hinten anbügeln. Aber wie du sagst, es ist, ich glaube, so, die Open-Air-Saison ist immer eine spezielle Saison, weil sie vom Programm her einfach auch anders ist. Musikalisch schauen wir immer, dass wir die schnelleren Songs reintun, es ist schwieriger, Balladen zu spielen, die Menschen sind anders drauf. Und ich mag es sehr gut, ich liebe es aber, irgendwann auch wieder zurück in Clubs zu kommen. Also das ist... Und mir ist eigentlich verboten worden, kurze Hosen anzulegen auf der Bühne. Wie ich anscheinend vor ein paar Jahren mal gesagt habe, es gehören einfach keine kurzen Hosen auf der Bühne. Und es gibt aber bei uns auch so Hitze. Ich habe dort... Ich muss aber auch sagen, ich habe schöne Wärtchen. Ja, aber also, sogar an diesem Tag war es mindestens 35 Grad ja, auf Hause. Dann geht es, dann kann man es machen. Eigentlich hat das angefangen mit dem Wasser. Weil wir haben einen Spot gemacht mit dem Stan Wawrinka und es hat ein Bild von Stan und mir. Und man hat gesagt, ja, der Marc Suey, du solltest etwas anlegen, das etwas typisch ist. So. Also, und dann war das Fliegen klar und der Anzug. Und dann war der Stan mit seiner Hose, die er da gerade gewonnen hat, irgendwie auf dem Bild gewesen. Und ich habe dann gefunden, ja, also, ich kann ja nicht in einem Anzug mitfliegen, neben einem Sportler stehen. Und so ist eigentlich, das ist so die Geburtsstunde von der kurzen Hose. Also der Sommer bleibt noch ein bisschen da, aber man sieht ja im Vergleich zu den Clubs, oder wenn die Masse, ich weiß nicht, wie viele Leute sind das, ist ganz schwierig, ich würde sagen etwa 100'000, mindestens. Glaube ich auch, jetzt wo du das so sagst. Ich hätte vielleicht gesagt, oh, 95'000, aber ich finde, da muss man ruhig ein bisschen grosszügig sein. Und zu meiner Rechten, meine Schwester, die mit ist Carmen, auf der genau. Tournee, ja. Die ein ganz wichtiger Teil ist so, und der schöne Teil von unserer Familie. Jetzt, bevor du die Open-Air-Saison gestartet hast, hast du eigentlich in der kühleren Jahreszeit eigentlich gerade einen fulminanten Start gehabt, nämlich auf dem Eis, bei Art on Ice, die wunderbar grossartige und international sehr respektierte Eisshow mit Weltstars und immer auch Stars aus der Schweiz. Damals du als Schweizer Star plus Nelly Furtado als internationaler Star, wie war es denn auf dem Eis? Eine ganz eigene Erfahrung, kann man vorstellen. Eine sehr eigene Erfahrung, weil ich eigentlich ein bisschen traumatisiert bin, was Eiskunstlaufen angeht. Und zwar, es hat, ich will jetzt den Namen von dieser Dame nicht sagen, aber ich war etwa 15 und sie hat extrem gut Schleifschuhe laufen und in Rapperswil, in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, sie ist mir am Mittwochnachmittag Schleifschuhendeln. Und mein grösstes Problem war das Bremsen und ich habe Banden grundsätzlich immer braucht, um anhalten zu können. Ich habe gemerkt, dass es in der Damenwelt nicht wahnsinnig gut ankommt. Und somit ist eigentlich für mich Eis, ich wäre heute sehr wahrscheinlich mit der, also sie hat heftig geheißen, der Vorname weiß ich nicht mehr. Wunderschön. Der Fjordname.
So, und auf jeden Fall, als ich dann angefragt wurde, bin zu meiner Eiskunst, jetzt gehe mit Eiskunst laufen, so, und dachte, ja, also, ist das Trauma, kann ich es überwinden? Und ich konnte es können überwinden und es war wunderbar. Es ist eine unfassbare Show. Und zwar, weil einfach Eiskunstläufer zu Live-Musik laufen, was anders ist. Sie haben sonst... Und was auch interessant war, ist, dass sie genau darauf hören, was du sagst und wie du sagst und wie du singst. Und das habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt. Und ich bin ein bisschen dafür bekannt, dass ich ein bisschen improvisiere und ein bisschen mache und tue. Und dann haben die auf einmal aufgehört zu laufen und gesagt, nein, dort singe ich anstatt Und das ist echt ein Problem geworden. Und dann habe ich müssen lernen, auch ganz genau exakt das zu singen. Und irgendwann spielt sich das ein bisschen ein. Also wie das aussieht, wenn der Mark Sway mit dem Weltstar Nelly Furtado im Duett singt, für alle, die es nicht gesehen haben, ich lasse es gerne mal Revue passieren, hier passieren einen ganz schönen Ausschnitt von dieser wunderbaren Show. Was für ein schönes Bild in dieser Kulisse. Wie viele Leute haben hier eigentlich Probe im Hallenstadion Platz? Ich glaube so um die 10'000, stimmt das etwa, Hugo? 11'000. Okay, also das heisst, die ganze Tour wird von etwa 60'000 Personen gesehen, vor Ort, in den Stadien selber, sind ja noch in Lausanne gewesen. Dann ist das Ganze am Schweizer Fernsehen übertragen worden. Gibt es eigentlich irgendjemanden, der dich mittlerweile nicht mehr kennt, nach so einer grossen Show, nach so viel Fernsehpräsenz? Ich glaube, wir haben schon jetzt gerade 2 Jahre gehabt, wo wir haben Voice 2 Staffeln gemacht gehabt. Und ich glaube, immer auch ein bisschen ja, von der Person her eher auffällig bin. Und es gibt manchmal halt auch so die Momente, wo man dann, wenn ich habe 2 Mädchen, ich bin Papi von 2 Mädchen, wo sie sagen, Papi, könntest du nicht Kappen anlegen und Brillen abziehen? Und dann haben wir so den ruhigsten Moment im Zoo. Aber grundsätzlich natürlich etwas ist, wo ja zu unserem Beruf wie einfach auch dazugehört. Der Job hat mal gesagt, man sollte sich nie über Bekanntheit beklagen. So. Und er hat recht, wie das gehört, auch zu unserem Beruf. Und es gibt halt manchmal so die Momente, wo es, wenn es gerade um Kind geht und ein bisschen intimer ist, dann ziehe ich dann halt den Brüllen ab und ein Käppchen an. Aber eine wahnsinnig schöne Metapher und du bist schon mittlerweile bekannt von dem Mann, der die Metapher so wunderbar schön philosophisch in den Raum hineinschmeißt. Über das kommen wir aber nachher noch ein bisschen zurück. Ich wollte nur noch mal zurückrufen. Nelly Furtado hat ja eigentlich mit vielen Hits hat man sie wahrgenommen in der ganzen Welt und dann trifft man auf so jemanden. Ist es da auch so, dass auch Mark Sway am Abend vor dem ersten Treffen eine schlaflose Nacht hat? Oder habt ihr vorher einmal getroffen oder eine Skype-Sitzung gemacht oder bist du mal nebeneinander geflogen und man hat mal kurz sich ein bisschen aneinander gewöhnt und gesagt, wir sind dann zusammen auf Tour oder wie war das? Wir haben uns getroffen bei der ersten Probe und man ist nervös und es ist eben auch ganz lustig, weil es zu diesem Song gibt es eine Geschichte. Und zwar habe ich den Song ausgewählt, weit vorher, als ich gewusst habe, wir werden zusammen das Duett singen, für meine 2 Finalisten von Voice. Also die sie ins Finale gekommen sind, haben sie diesen Song gesungen. Und ich weiss noch, wie der Brandon und Tiziana, die zwei haben den gesungen in der Halbfinalsendung. Und der Brandon kommt zu mir und sagt, er ist schon ein bisschen hoch. Worauf, dass ich ihm gesagt habe, Brandon, da musst du halt ein bisschen durch und auf die Zähne beissen. Und habe natürlich nicht damit gerechnet,
dass es heisst, what goes around, comes around im Leben. Und da sehr direkt, weil ich ihn auch sehr hoch müssen singen, ein halbes Jahr später. Und im Original hat das James Morrison gesungen, ja. Im Duett mit Nelly Furtado. Und das ist wirklich für mich immer ein Wahnsinnssong gewesen. Ich habe einfach so in Sachen Pop-Songs einen von den ganz, ganz starken, grossen Songs gefunden. Und ich war nervös gewesen. Also tatsächlich, ich habe gefunden, okay, das ist, jetzt singst du so mit der Nelly den Song, den du immer schon, immer schon gut gefunden hast. Und sie ist aber eine sehr, wie kann man dem sagen, ja, ich glaube, Musiker verstehen sich irgendwie, egal von wo dass sie kommen und wie berühmt oder was sie für eine Weltkarriere schon gehabt haben, wie sie etwas sehr Verbindendes miteinander haben, und zwar das Musikmachen selber. Und ich glaube, das ist glaube wie wenn sich zwei Maler treffen oder zwei Bildhauer oder zwei Köche, und dann ist es egal, von wo auf der Welt dass sie kommen. Sie haben etwas, ein Thema, das ganz wichtig ist, das sie miteinander verbindet. Und das war, glaube ich, auch hier in diesem Fall so gewesen. Wenn wir noch weiter zurückgehen, die Musik ist ja dir in die Wiege gelegt worden, nehme ich mal an. Also du strahlst für mich Musik aus, du bist eigentlich so ein guter Mensch. Oder? Wenn du noch in meinen Raum reinkommst, sind alle mal gut zu Weg. Und ich weiss, wieso, weil das du bist. Und ich weiss nicht, ob das deine Herkunft ist, ob das ein Männendorf ist, wo du aufgewachsen bist, am Zürichsee. So idyllisch aufzuwachsen, da kannst du ja nur fröhlich sein, oder? Das ist aber das teuerste Gebäude, das es gibt in ganz Männendorf. Aber schön. Übrigens, ja. es ist kein Witz, das ist die Villa Alma und ist heute ein Altersheim. Das heisst, ich könnte mir gut vorstellen, wie du und ich dort mit einem kleinen Flügel hier auf der Terrasse, ja, so ein kleines Frühschoppenkonzert machen, Abend um 6 Uhr. Ja. Also, du hast recht, ich bin an einem sehr idyllischen Ort aufgewachsen. Es ist ein Ort, wo auch nicht wahnsinnig viel jetzt läuft. Es ist ein Dorf, wo sich Menschen grüssen am Sonntag, wenn sie spazieren gehen. Es war aber ein sehr schöner Ort zum Aufwachsen, weil er friedlich war zum einen. Weil auch nicht so viel gelaufen ist, hat man dann so Bands gegründet und man hat musiziert miteinander. Und das ist etwas, was mir ganz häufig auffällt. Jetzt auch viele gehen in die Metropole Berlin und werden dort Musiker und so. Und man merkt, dass die, die es eigentlich wirklich schaffen, häufig so aus kleinen, eher ruhigeren Orten kommen. Wie sie dort wirklich geschafft haben und am Schluss beendet sie oder vollendet sie, genau, vollendet sie so ihre Karrieren oder machen grosse Alben in so Grossstädten. Aber die meisten kommen echt so aus kleinen Orten. Jetzt hast du das Glück gehabt, dass du eigentlich mit zwei Kulturen aufgewachsen bist und wir haben wirklich exklusives Bild, das hat glaube ich noch nie jemand gesehen. Und ich würde Sie wirklich bitten, wer auf dem Bild ist der Mark Sway? Das ist deine Mutter und du. Wie alt bist du da, Marc? Ich bin etwa vielleicht anderthalb, zwei, so. Es war noch lustig, weil also für meine Mutter war es nicht ganz einfach in Brasilien selber, weil die Leute immer das Gefühl hatten, sie sei das Kindermädchen von diesem blonden europäischen Kind. So. Und das hat, glaube ich, manchmal für sie nicht immer ganz so einfach gewesen. Jetzt gerade in Brasilien zu der Zeit, irgendwie in den 70er Jahren, wo halt gleich auch noch so sehr aufgeteilt worden ist in verschiedenen sozialen Schichten und so. Aber ja, ich bin mal ganz blond und jetzt eigentlich bin ich ein bisschen das Gegenteil von Michael Jackson, oder? Und auch blond geblieben. Also, er ist dunkel und hell geworden und ich bin hell und wird immer dunkler. Aber was man wirklich ganz herzlich gefunden hat, dein Faible für Fliegen, für Styling, du hast das dort alles, das ist alles schon vorhanden gewesen. Nur die Locken sind noch ein bisschen gestreckter zu dem Zeitpunkt. Aber den Style hast du definitiv schon gehabt, mit der Schocki-Zigarette. Nein, das ist eine richtige. Das ist eine richtige. In den 70er Jahren hat man das noch dürfen machen, also Anfangs 80er. Das Rauchen war auch noch gesund und es hat noch keine Tests gegeben und da ist auch noch in die Autos geraucht worden. Und die Kinder haben auch locker können, eine nicht brennende Zigarette ins Maul nehmen. Du hast ja deine Schwester erwähnt, Carmen. Ihr seid ja auch eine sehr musikalische Familie. Wir sehen sie hier im schwarzen, eleganten Kleid und den schwarzen, eleganten Schuhen mit dir auf der Bühne. Wann hat das angefangen, dass du sie in deine Welt gekommen und sie wollte in deine Welt eintreten? Weil ich nehme an, als Schwester von Mark Sway, die Leadsänger ist, ist es sicherlich nicht immer so einfach, aus dem Schatten rauszutreten.
Also es hat eigentlich früh angefangen bei den ersten Geburtstagen, wo man uns ja gezwungen hat, regelrecht für Tante Frieda 2-3 Lieder zu singen. Das haben wir gesungen. «Oh, when the saints go marching in». Also wir haben immer eigentlich gesungen, auch auf langen Autofahrten. Ich habe mich, dass man extra falsch gesungen hat und versucht hat, den anderen rauszubringen. Also Musik hat in der Familie ganz, ganz einen wichtigen Stellenwert gehabt. Papi selber, nicht Berufsmusiker, aber auch Sänger und in einer Rockband. Und die Mami Perkussionistin und Tanzlehrerin. Und das heisst, es ist, Musik ist vielleicht auch aus zwei so unterschiedlichen Kulturen, wie jetzt der Schweizer und Brasilianer, ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass man eine Sprache gehabt hat, die in unserer Familie sprichwörtlich jeder verstanden hat. Und zu musizieren uns auch über teilweise schwierige und mühsame Zeiten auch hinweg geholfen hat. Und Carmen, meine Schwester, ist eigentlich von Anfang an mit auf die Bühne gekommen. Und sie hat aber immer gesagt, sie werde zuerst Krankenschwester und dann Schauspielerin. Und zwar als 12-jähriges Mädchen so einen geraden Plan gehabt. Und das hat sie gemacht. Sie ist zuerst Schauspielerin geworden, zuerst Krankenschwester und dann Schauspielerin. Und habe dann wie gemerkt, Singen ist eine Leidenschaft, die sie mit mir zwar teilt, aber nie hat die Frontperson werden, sondern für sie immer klar war, ist so, sie fühlt sich mega wohl in der Schauspielerei und teilt gerne den Moment. Die Wichtigkeit, die sie für mich hat, als wenn sie nicht dort ist, fehlt sie. Und das ist wirklich ganz krass. Ich habe mit verschiedenen Backing Vocals schon zusammengearbeitet. Aber sie weiss einfach immer schon vorher, was ich als nächstes mache. Und das ist, wir sind lustigerweise zwei Geschwister, der Bärli auf der Bühne, der Bassist und der Pianist sind, der Manolo und der Simi weniger und wir zwei. Und es ist einfach gut, diesen Moment zu teilen. Wunderschön, es ist ja schön, wenn man sieht, wie sich die kleinen Kinder dann eben weiterentwickeln. Und deine Schwester ist unverkennbar natürlich, deine Schwester vom ganzen Locker, aber ganz eine feine Person. Ich habe gehört, dass es in Stefan einen Schuppen gibt, der zwischendurch so Jam-Sessions organisiert und dein Vater dort auch mal mit der Blues-Harp oder mit dem Mikrofon auftreten tut. So sieht das aus, wenn das Plakat, also gerade der Cavallo Infernale, ein Wahnsinns-Ding, wo x Gruppen auftreten. Und auf der Facebook-Seite von dem Röstli, heisst das, glaube ich, das Restaurant, habe ich deinen Papi gesehen in Action. Ist das nicht wunderschön? Hast du die auch schon mal gesehen, die Fotos? Nein, ja, ich sehe die jetzt zum ersten Mal. Es gibt ja Sachen, die versteckt er ein bisschen von mir. Es ist einfach lustig, wir sind er hat so eine ganz eine bluesige, sehr kratzige Stimme. Und es ist wirklich, also es macht auch Spass, mit ihm auf der Bühne zu stehen. Und er hat, das, was ich als Look habe, hat er als unverkennbare Stimme. Also wenn man seine Stimme einmal hört, dann fesselt einem das. Aber er ist immer Vollgas. Bei ihm gibt es nicht langsam. Da gibt es nur immer wie so einen Zug, wo man einfach nicht mehr stoppen kann. Okay. Ich nehme an, deine Eltern haben wahrscheinlich in ihrer CD-Sammlung alle deine CDs. Wie war das, wo das allererste Mal so eine CD, das ist ja immer ein ganz spezieller Moment im Leben von jedem Künstler. Das erste Album, nicht wissen, was passiert. Man hat einen, du hast einen super Look gehabt, schon damals mit dem Album Mark Sway. Und «Ready for the Ride» war eigentlich die erste Single gewesen. Wie war das Gefühl für dich, das erste Mal die CD in der Hand zu haben und dann irgendwann mal deinen Song am Radio zu hören? Also du sagst jetzt etwas ganz Entscheidendes. Ich glaube, der Radio ist noch fast das Extremere. Also wie die CD hat man wie immer gewusst gehabt, die ist jetzt in Produktion und die kommt. Und ich weiss, wenn ich das erste Mal das Album in der Hand hatte, ist das so ein ganz persönlicher Meilenstein, wie du so lange auf das geplant hast. Und das erste Mal im Auto sitzen und einen Song zu hören, ist wie, das ist so, ich glaube, wie so, jetzt komme ich wieder mit dieser Metapher, aber es ist wirklich, wenn so ein Vogel zum ersten Mal pflücken wird, oder, und raus kann in die Welt. Und darum machen wir ja auch Musik, dass es, ich einfach nicht gewusst habe, wie das ist, dann gut über 10 Jahre später die Fotos wieder anzuschauen. Meine Tochter hat letzte gefragt, wer denn das genau sage, so. Wie das tönt hat, und ich finde, es hat schon damals extrem international tönt, das sehen wir und hören wir jetzt. Ich freue mich riesig drauf. Das ist der erste Song, den ich auf dich aufmerksam worden bin. Ready for the Ride. I was taught that pleasure breaks you down. And I ain't that strong. I've been kicked around. I'm ready for the ride. Ready for the road.
2015 sitzt du auf dem Sofa und darfst auf eine wahnsinnig schöne Karriere zurückschauen. Und ich nehme an, es wird noch ganz, ganz viel folgen. Hast du es damals schon gespürt, dass du dann eigentlich etwas machst, was doch gestimmt hat, was ankommt bei den Leuten? Es ist, glaube ich, schon auch ich war ready for the ride gewesen, aber ich habe gemerkt, es war ein langer Weg. Wir reden jetzt vom Jahr Anfangs 2000. Es war eine andere Zeit gewesen, weil die Musikindustrie ganz anders noch funktioniert hat. Jetzt gerade auch mit dem physischen Tonträger, der einfach einen anderen Stellenwert hat. Und wir haben nicht können voraussehen, was in den nächsten 10 Jahren passiert. Und das ist wirklich ein Geschäft, das sich unglaublich verändert hat. Insofern auch verändert hat, als hätte man, ich kann mich erinnern, wenn ich Skirennen geschaut habe, als kleines Kind, oder besser gesagt, habe müssen schauen, wie mein Grossvater immer Skirennen geschaut hat, dann hat es die Kodak-Werbung von diesen Kodak-Filmen. Und irgendwann ist die digitale Fotografie gekommen und es hat keine Kodak-Werbung mehr gegeben. Das heisst, bei uns ist es etwas ganz Ähnliches passiert, dass das Physische, das so einen wahnsinnigen Stellenwert hat, auf einmal digital geworden ist. Musik immer noch eine wahnsinnig emotionelle und eine wichtige Geschichte, ist aber einfach nicht mehr das Gleiche. Man ist neue Formen zu finden und neue Geschäftsmodelle. Auf der anderen Seite habe ich das riesige Glück, dass ich einen Beruf machen darf, wo ich jeden Tag unglaublich Freude habe, dass das nicht nur mein Beruf, sondern meine Berufung ist. Und solange das Gesundheit und die Leute mich hören wollen und ich Songs schreiben kann, kann ich mir nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu machen.